Hallo meine Schnuckis und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich eine Karte mit euch und zwar diese hier. Ich habe da was in der Schublade, was ich schon, also als es rauskam, haben wollte, ist mir auch geglückt, es zu bekommen und ich es nie verwendet habe. Manch einer weiß, was das ist, braucht man aber nicht unbedingt dafür. Und ja, habe ein bisschen Schablonentechnik verwendet und meinen neuesten Spruchstempel, einfach Nuvos, und dabei ist diese Karte entstanden. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Entstehungsprozess zugucken. Für die Karte habe ich mir schon mal alles zurechtgelegt. Und zwar ein Spruch, du inspirierst mich. Der ist von Arthur Newton, habe ich bei Schlamsi gesehen und ich fand das Stempelset so toll, dass ich das brauchte. Man kann jetzt nicht viel erkennen, weil ich es, glaube ich, falsch rum drauf gemacht habe. Aber ja, wenn ihr da was Genaueres wissen wollt, sagt Bescheid oder sucht einfach nach, wie heißt das Stempelset? Label Love German von Arthur Newton, da werdet ihr dann die Sprüche finden. Und den fand ich sehr hübsch. Dann einen Kartenaufleger, den werde ich gleich noch bearbeiten. Der ist auch ein bisschen größer als mein Kartenrohling. Den schneide ich nachher noch kleiner. Einen Kartenrohling ganz einfach in 21 x 14,7. Und der ist halt gefalzt bei 10,5, beziehungsweise das hier ist jetzt ein fertiger Kartenrohling. Eine Schablone und eine Stempelfarbe. Ich habe mir jetzt hier das von Stampin' abgenommen. Müsste aber auch mit jeder anderen Stempelfarbe gehen, ob das Stress Oxide oder Versafine oder die vom Action würden wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Und dann habe ich noch den Stift hier, den ich mal ausprobieren wollte. Das wird quasi das Highlight der Karte werden. Beziehungsweise man kann auch, wenn man Goldfolie hat, einfach nur ganz feine Streifen schneiden. Das werdet ihr dann sehen. Beziehungsweise ihr habt schon gesehen, wie es hinterher aussieht. Und ja. Das versuche ich jetzt einmal zu machen und ich hoffe, es wird gelingen. Als erstes nehme ich mir erstmal meine Schablone. Ihr könnt natürlich da auch andere Schablonen nehmen, müssen jetzt nicht unbedingt Kreise sein. Die lege ich mir jetzt einmal hier drauf, beziehungsweise nein, mache ich nicht. Ich färbe erstmal mein Papier ein. Ich habe ganz viel Schmierpapier. Allerdings natürlich nicht in meinem Zimmer, ist klar, ne? Ich extra aufgehoben, so. Deswegen lege ich mir jetzt hier meine Seiten drunter und nehme mir dann quasi den Blender oder Make-up-Pinsel, ist das, glaube ich. Also so Foundation-Pinsel. Und gehe hier einmal drüber. Damit bekommt man ganz, ganz hell farbige Untergründe hin. Und wische jetzt einfach hier drüber. Ihr könnt auch Tools nehmen dafür. Also diese Schwämmchen oder irgendwas anderes oder halt auch Make-up-Schwämmchen, die auch funktionieren. Aber ich möchte es halt wirklich ganz, ganz hellblau haben und nicht anders gefärbt. So, jetzt kommt langsam Farbe drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, aber hier sieht man den Unterschied, finde ich ganz gut. Blau und weiß. Und dann nehme ich mir meine Schablone. Jetzt kommt sie. Und lege dies so rum drauf. Ich überlege gerade, ob ich halbe Kreise. Ja, doch. So rum müsste passen. Ich schneide ja eh nach oben und unten was ab. Dann nehme ich mir mein Masking Tape. Ihr könnt auch Washi Tape nehmen. Und klebe mir das einmal fest, und zwar so. Im Prinzip nur auf der Schablone. Dann ist nämlich diese Schablone fixiert und ich kann da super drüber wischen. Ja, und das mache ich jetzt. Aber ich überlege gerade, ich nehme jetzt einmal den anderen Make-up-Pinsel, das ist einmal so ein ganz schmaler und einmal so ein bisschen breiterer Blender-Pinsel, das glaube ich auch. Ich kenne mich da nicht aus. Man merkt es, zumindest mit denen gar nicht. So, und dann möchte ich gerne die Kreise noch etwas schattieren. Beim Schattieren versuche ich darauf zu achten, dass ich quasi nur in der ersten Hälfte vom Kreis
Farbe aufbringe und dann nachher nur noch am unteren Rand ein bisschen, damit sich das vom Hintergrund abhebt. Aber so habe ich dann in der Mitte im Prinzip einen helleren Bereich, den die Kugelform hergibt. Ich habe jetzt hier mit dem kleinen Pinsel das versucht, das ging gar nicht, also habe ich hier zu dem großen umgestiegen. Was dann hinterher bei rauskommt, wenn man die Folie abnimmt, beziehungsweise die Schablone, das ist immer wieder eine Überraschung. Also für mich zumindest, weil ich mir das immer schlecht vorstellen kann, wie viel Farbe da jetzt drauf ist oder nicht, gerade bei der Schablonentechnik. Aber probiert es einfach mal aus. Ich gucke jetzt einmal, ob mir das gefällt. So nehme ich einfach nur hier die ab. Und das sieht schon sehr, sehr cool aus. Muss ich ja sagen. Also man kann die Kreise wunderbar erkennen. Und auch, dass das so mehr Wasserblasen sind als alles andere. Das heißt, ich kann die Schablone wegräumen und auch mein Stempelkissen. Die hier mache ich einfach sauber, indem man entweder mit einem nassen Lappen drüber geht. Also man kann sich so sein Tuch nehmen, was man so hat. Ich mache das so ein bisschen nass an einer Stelle und geht dann einfach mit den Bürstchen darüber. Vor dem nächsten Verwenden müssen die nur komplett trocken sein, weil sonst funktioniert das dann nicht so gut. Und dann kann ich das hier auch schon abziehen. So. Und dann muss ich das einmal messen. Wo ich das festklebe. Klebe ich oben und unten fest. Da wird mehr abgeschnitten. Ich brauche eine Unterlage, die hitzebeständig ist. Für den Stift. Ich habe hier so eine Silikonmatte. Wie man sieht, ich habe da auch schon drauf geschnitten. Hat hier so Löcher. Also es ist eine Backmatte. Ganz einfach. Aber kostet nicht viel und ist eine super Alternative, um irgendwie so ein bisschen schonend zu arbeiten. Ich werde mir die wahrscheinlich irgendwann auch mal in der Mitte durchschneiden, weil so viel Großzeug brauche ich eigentlich nicht. Und jetzt klebe ich mir das einfach oben und unten mit ein paar Millimetern auf die Matte fest, damit es nicht so rutscht. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, darf ich das alles noch mal wischen. So. Bin ich auch. Und dann gucken wir mal, wie der Stift hier performt. Ihr wisst das bestimmt alle schon. Hier die Rückseite von den Dingern, die kann man übrigens super für Schüttelkarten verwenden. Also hier vorne, das vielleicht hier mitten das Stück, kommt drauf an, wie groß eure Schüttelkarte ist. Aber ich benutze es dafür mal ganz gerne. Oder wenn ich andere Plastikstreifen brauche für irgendwelche Karten, wo ich ein Stück Plastik brauche, was ein bisschen fester ist. Dafür sind solche Verpackungen super, nehme ich nachher auseinander. Und dann ist das alles toll und ich kann es verwenden. Ich stecke jetzt einmal den USB-Stecker rein und warte dann eine Minute. Da stand drin, dass man eine Minute aufheizen soll. So. Und in der Zeit kann ich mir schon mal meine Folie aufmachen und hinlegen. Können wir das denn jetzt hier testen? Stück Cardstock. Oder mein übliches Schmierpapier. So. Ja, doch, ist warm. Also man fühlt es nicht. So, jetzt nehme ich mir einfach hier ein Lineal und mal hier einfach nur. Kreuz und quer Linien drauf. Ich weiß auch hinterher nicht, wie das aussieht.
Das ist wieder so ein Ding, wie mit dem Wischen. Ich finde, das gibt immer so ein, keine Ahnung, wie es hinterher wird. Wird bestimmt gut. Und dann sollte das genug sein. Erstmal Strom lösen. Komm her. Und dann. Cool. Guckt mal. Das finde ich ja sehr, sehr cool. Also die Folie übrigens nicht wegschmeißen, man kann dann noch die Reste verwenden. Das finde ich ja sehr, sehr cool. Echt richtig, richtig schön. Warum habe ich den Stift denn so lange nicht benutzt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also man fühlt es auch gar nicht, dass das da mit Folie drauf ist. Mega Ding. So. Dann schneide ich mir jetzt erstmal hier mein Stück zurecht. Ein Stück. So. Dann gucken wir noch nach der Breite. Wo möchte ich denn hier abschneiden? Ich möchte, glaube ich, hier abschneiden. Dann habe ich nämlich hier meinen Kartenaufleger auch schon fertig. Beziehungsweise ich überlege, ob ich da noch was am Rand machen möchte. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich das in 3D dann nachher aufklebe, ist es okay. Also einmal 3D machen. So, wenn ihr übrigens auch Kreise nehmen wollt und ihr habt keine Schablone dafür, macht sie euch einfach selber. Nehmt ein paar Kreisstanzen, ich hoffe, die habt ihr dann, und könnt euch eure Schablone selber machen. Ihr könnt das auch mit Quadraten machen, das würde genauso funktionieren. Die kann man dann auch ganz gut ausschneiden. Ein Kreis ausschneiden bin ich zumindest nicht so der perfekte Mensch. Aber Quadrate kriege ich ganz gut hin. Oder Dreiecke oder sowas, halt irgendwas mit geraden Linien. So, ich wollte jetzt vorher noch mal gucken. Ne, so rum gefällt mir das besser. Ja, und mit 3D brauche ich da auch nichts mehr drunter machen. Dann habe ich hier den Spruch. Ich werde überlegen, ob ich den quasi teile oder ob ich den so lasse. Schauen wir mal. Also labelmäßig, und das finde ich sehr cool. Du inspirierst mich. Ich glaube, ich mache dann noch ein paar goldene Punkte irgendwie drauf. Ja, das mache ich noch. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Im Notfall wird nochmal gestempelt. So. Wieder rein. Ja, doch. Sieht aus, als ob da mit Glitzer jemand ausgerutscht ist. Nö. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da glitzert das so ein bisschen. Sieht auch so ein bisschen wie erschossen aus, aber man kann es noch lesen und das ist die Hauptsache. Und ich wollte jetzt auch nur ein bisschen haben und nicht zu viel. Du inspirierst mich. Ja, schief kleben gar nicht. So, so,
davon, wenn der Kartenuntergrund schief hingelegt ist. Ne? So. Also eigentlich würde ich jetzt so goldene Nouveau Drops. Habe ich aber nicht. Ich finde den Hintergrund eigentlich. Ich bin jetzt überlegen, ob ich schwarz oder durchsichtig. Nur ich weiß nicht, ob die Farbe bei den durchsichtigen hochgezogen wird. Das passiert ab und zu mal und ich weiß noch nicht, bei welchen Stempelkissen es nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich werde schwarz nehmen, weil ich kein Gold habe und dann ist das mit der Schrift ein bisschen aufgegriffener. Noch ein bisschen klopfen, damit sich die Nouveau Drops gut setzen. Und dann seht ihr die Karte in der ganzen Pracht nochmal. Ich finde sie sehr, sehr schön. Und ich finde auch die Bubbles sind echt toll geworden. Und der Schimmer ist so schön, ist aber nicht zu viel. Und, wie gekauft. Ich mag sie sehr gerne. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß mit der Idee. Wie gesagt, wenn ihr nicht so einen Stift habt, dann könnt ihr auch einfach feine Gold Folie in Streifen setzen oder auch wirklich ein Band drumherum wickeln. Wenn ihr metallisches habt, würde aber auch mit anderen Fäden probieren, dass man einfach mal ein paar mehr Fäden macht und auch ein bisschen Wischtechnik üben. Ob Quadrate, Vierecke, Dreieck oder was auch immer, finde ich ganz cool. Ich wische einfach zu wenig, also muss ich wischen. So, und jetzt halte ich euch nicht länger auf und wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!